Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es wieder back to the roots, denn wer es von euch noch weiß, ich habe ja damals mit den Funko Pops Reviews angefangen. Und da ich jetzt mittlerweile so viele Actionfiguren habe, habe ich gedacht, ne, warum nicht? Wir gehen einfach mal wieder zurück und ich zeige euch einfach mal die Figuren, weil ich finde, die sind teilweise gar nicht schlecht. Gerade hier diese DC Collectibles Figuren. Hier haben wir John Diggle. Ich tue immer so näher ran. Und John Diggle ist halt der Freund von Arrow, Leibwächter ehemalig. Und ich weiß gar nicht, wie heißt er? Spartan. Also Spartan ist er auch. Und später ist er auch kurze Zeit Green Arrow. Ne? Und genau, hiermit fangen wir an. Ist eine 6-Inch-Figur, also knapp 15,9 cm war es, glaube ich. Ne? So in dem Dreh. Und man hat ein bisschen Zubehör. Also man sieht, gucken wir uns erstmal von außen an. Also man sieht die Figur, hat noch verschiedene Hände, eine Pistole, weil seine bevorzugte Waffe, so ist ja die Pistole. Dann haben wir noch den Arrow-Schriftzug, das DC Collectibles-Zeichen, hier John Diggle ist die Figur Nummer 9. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Figuren es gibt. Hier hinten, hinten sehen wir zumindest noch Arsenal, ne? Felicity Smoke und John Diggle. Das ist die kleine Wave, also ist die kleine Serie hier von dem hier. Und hier sehen wir ein Originalfoto von dem Schauspieler. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt, aber ich finde, es ist ganz gut gemacht. Und jetzt holen wir die Figur mal raus. Und jetzt gibt es eine Neuerung. So, da sind wir schon wieder. Und da sehen wir auch die Figur. Und genau, meine Erneuerung. Er hat jetzt, also ich habe jetzt einen Stand für die Figuren. Und einen vernünftigen Drehteller, damit man die Figur auch ein bisschen sehen kann. Also man sieht hier die Jacke, die hat hier oben noch so Applikationen. Die ist eigentlich ganz gut gesculptet. Die Falten finde ich sehr schön. Auch hier, die, wenn die Armbeuge ist, dann sehen die Falten auch sehr gut aus. Die Hände haben mehrere Bewegungspunkte, die Pistole passt perfekt in seine Hand. Er hat auch so einen Abzugsfinger, wenn man das hier unten vielleicht sehen kann ein bisschen. Oder hier, ne? Also die passt sehr gut rein. Wie gesagt, die Hand, die Hände haben noch Gelenke. Hier, man sieht, dass der Hintern ein bisschen abgedeckt ist und dass die Bewegung ein bisschen anders ist. Ne? Auch diese Hosenfalten, muss ich sagen, sehen sehr gut aus. Und ja, allgemein das Painting finde ich auch sehr gut gelungen. Ne? Und er sieht ja auch seinem Ebenbild, sieht er relativ ähnlich. Man muss ja immer ein bisschen Abstriche machen. Ich sag mal, so ein gesculpteter Kopf, der sieht nicht immer so aus wie das Original. Aber hier, bin ich der Meinung, ist schon nah dran. Die Pistole ist sehr schön gemacht. Wie gesagt, also die Figur an sich ist sehr schön gemacht. Man weiß, wer es ist. Also man erkennt ihn sofort, wenn man das Arrow gesehen hat. Er hat hier am Bein hat er ein Doppelgelenk, ne? Dann hat er hier noch im Oberschenkel das Drehgelenk, dann hat er hier halt noch das Gelenk, damit man die Beine noch anwinkeln kann. Hier hat er ein einfaches Gelenk, dafür kann man das aber auch drehen. Man kann die Hände tauschen, wie gesagt, die Hände haben auch noch ein Drehgelenk. Den Kopf habe ich ein bisschen geneigt, also man kann ein bisschen links, rechts gucken und oben, unten. Allgemein finde ich eine sehr schöne Figur, sehr gelungen, muss ich sagen. Und ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Review gefallen. Und ihr habt Spaß dran gehabt, denn jetzt wird wieder ein bisschen mehr kommen. Ich habe jetzt noch, ich schätze mal so 12 Figuren noch eingepackt, die werden erstmal kommen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann mache ich noch meine Figuren, die alle noch oben im Regal stehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Figur haltet. Seid ihr DC-Fans, seid ihr DC-Collectibles-Fans, mögt ihr lieber die Designer-Series, ne? Könnt ihr mir alles gerne mal erzählen. Ich werde versuchen, auf alles zu antworten und dann sage ich bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, gern geschehen.